Hallo und schön, dass ihr auf meinem Kanal vorbeischaut. Ich bin Jacovinio und in diesem Final Fantasy VII Rebirth Guide soll es um eine Frage gehen, die mich immer wieder auf Instagram erreicht oder auch hier auf YouTube im Kommentarbereich. Und die Frage lautet: Covinio, sag mir doch einmal bitte, wie erreiche ich Gruppenstufe 10? Ich habe hier wirklich alles gemacht, ich habe die Hauptstory abgeschlossen und so weiter und so fort, aber ich erreiche die maximale Gruppenstufe einfach nicht. Hilf mir bitte weiter. So oder so ähnlich lautet immer dieselbe Frage. Ich werde euch jetzt hier in diesem Video zeigen, wie ihr ganz, ganz easy und entspannt Gruppenstufe 10 erreicht. Werde auch mit einigen Mythen und Legenden abschließen und aufräumen, was hier die maximale Gruppenstufe angeht. Und los geht's. So, bevor das Ganze hier startet und ich euch zeige, wie ihr Gruppenstufe 10 erreichen könnt, liegt die nächste Danksagung an. Diesmal geht mein ganz, ganz großer Dank raus an Messia 8. Vielen Dank für dein Super Thanks, habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Wenn auch ihr mich unterstützen möchtet und hier meine Videos feiert, würde ich mich natürlich auch riesig über ein Super Thanks von euch freuen. Eine persönliche Danksagung in einem meiner nächsten Videos ist natürlich garantiert. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie ihr hier die Gruppenstufe 10 erreichen könnt und was ihr vor allen Dingen dafür tun müsst. So, dann lasst uns mal loslegen. Ich werde euch jetzt hier zeigen, was ihr für Gruppenstufe 10 machen müsst. Befinde mich jetzt hier einmal exemplarisch an einem Zauberfibelautomaten. Nochmal kurz zur Erklärung. Wie ihr wahrscheinlich wisst, ist die Gruppenstufe 10 absolut essentiell, da ihr eben mit dieser letzten Gruppenstufe hier nochmal extrem gute Statusverbesserungen freischaltet oder auch Fertigkeiten oder extrem starke Limits. Von daher ist es absolut essentiell, hier Gruppenstufe 10 zu erreichen, gerade für den Hard Mode oder für die schwierigen Sachen im Kampfsimulator. Definitiv nicht zu unterschätzen, was ihr da noch für geile Sachen dann freischalten könnt, beziehungsweise hier aus euren Charakteren rausholen könnt. Was müsst ihr dafür tun? Insgesamt müsst ihr drei riesengroße Pakete abschließen. Ich denke hier das erste Paket, so nenne ich das mal, um hier Gruppenstufe 10 zu erreichen, ist die komplette Hauptstory von Final Fantasy VII Rebirth abzuschließen. Es gibt insgesamt 14 Kapitel. Hier scrolle ich einmal ein bisschen hin und her. Ich habe hier bereits alles abgeschlossen. Da bekommt ihr natürlich eine Menge EP. Ich denke, das Ganze nicht wirklich schwierig. Ihr könnt es auf einem einfachen Schwierigkeitsgrad spielen, könnt die Story genießen. Dann seid ihr hier schon mal ganz gut vorbereitet, habt schon mal den ersten Schritt abgeschlossen. Der zweite Schritt ist, alle Aufträge abzuschließen. Hier sieht man es nochmal in der Übersicht. Also insgesamt gibt es 36 Aufträge, die ihr nach und nach in den verschiedenen Regionen, in den verschiedenen Kapiteln annehmen könnt. Die müsst ihr alle abschließen. Auch dafür bekommt ihr EP. Hier sieht man es nochmal in der Übersicht. Hier 6, 7, 9, 6, 5, 3 und das war's. Das sind insgesamt 36 Stück. Ihr könnt anfangs 35 abschließen und nur wenn ihr alle 35 abgeschlossen habt, dann triggert hier Ultimatum des ultimativen Partylöwen. Da habe ich auch schon Guide zu rausgehauen. Den müsst ihr natürlich auch abschließen. Auch dafür bekommt ihr nochmal EP. Also zweite große Paket, alle 36 Aufträge abschließen. Dritte Paket. Auch nicht wirklich schwer. Man kann allerdings hier schon mal ein paar Sachen vergessen. Und das ist der regionale Analysefortschritt. Seht ihr hier links in der Ecke bei mir? Ich habe hier in wirklich jeder Region den regionalen Analysefortschritt zu 100% abgeschlossen. Also passt bitte auf, dass ihr hier definitiv nichts verpasst oder ähnliches. Den großen Tipp, den ich euch geben kann, ihr seht hier den letzten Reiter, die Protosubstanzen jeweils. Da werdet ihr einmal EP bekommen für den normalen Modus, wenn ihr es abschließt und dann wird der Missionsmodus freigeschaltet. Auch die Missionsmodi müsst ihr natürlich komplett abschließen. Auch hier werdet ihr nochmal EP bekommen. Habe ich jeweils immer separate Guides auch zugemacht. Könnt ihr sehr, sehr gerne meinen Kanal auschecken und euch die Videos anschauen, falls ihr damit Probleme habt. Also ihr seht hier Funktürme, Kampfplätze, Esper-Kristalle, Lebensquellen, Protosubstanzen. Protosubstanzen natürlich dementsprechend im Missionsmodus. Das müsst ihr wirklich alles auf 100% haben.
Hier seht ihr es nochmal in der Übersicht. Hier ist die Coral-Region komplett abgeschlossen. Und dann seht ihr hier ganz unten, man sieht es jetzt hier so ein bisschen verdeckt durch mich. Hier habe ich auch diese Sachen im Missionsmodus abgeschlossen. Die Gongaga-Region natürlich komplett. So, hier ist nur ein Training. Kosmo-Region auch komplett. Hier beispielsweise auch alles im Missionsmodus unten abgeschlossen. Nibel-Region auch komplett abgeschlossen. Auch die ganzen Feldforschungen. Ja, Mittlere Ozean dementsprechend, Feldforschung, das ist ja dann hier der Kampf gegen Gilgamesch und so weiter. Und wenn ihr diese drei Schritte erledigt habt, erstens Story durchspielen, zweitens alle 36 Aufträge abschließen, drittens jeweils den regionalen Analysefortschritt auf 100% zu bringen, inklusive der Protosubstanzen Emissionsmodus, dann werdet ihr Stufe 10 erreicht haben. Dann werdet ihr Gruppenstufe 10 erreicht haben. So einfach ist das. Ich kann nicht viel mehr dazu sagen. Aufgrund der ganzen Fragen, wie gesagt, habe ich mich entschlossen, dazu ein Video zu machen. Ich gehe ganz stark davon aus, dass bei vielen Leuten in der Community oder bei den Anfragen, die mich auch über Insta erreicht haben, dass hier entweder Protosubstanzen vergessen worden sind, Emissionsmodus, wofür es EP bekommt, wofür man EP bekommt. Oder die Leute haben dementsprechend noch nicht alle Aufträge abgeschlossen, sprich alle 36 Nebenaufträge. Irgendwo ran wird es haken. Bitte checkt hier unter Berichten einmal ganz genau durch, ob ihr hier irgendwas vergessen habt. Guckt euch bitte die Aufträge an, ob ihr alle 36 abgeschlossen habt. Die Story werdet ihr dementsprechend schon beendet haben. Und dann ist es so, ich habe es auch nochmal ausgerechnet, dann werdet ihr hier die Gruppenstufe 10 erreicht haben. Mir ist auch absolut kein Bug oder ähnliches bekannt, dass hier irgendwas buggy ist, nicht freigeschaltet wird. Ultimatum des ultimativen Partylöwen war sehr, sehr lange verbuggt. Ist jetzt aber nicht mehr. Ich habe es auch schon abgeschlossen, bin auch Besitzer der digitalen Version. Also daran kann es auch nicht liegen. Wie gesagt, mir ist absolut kein Bug bekannt. Sehr gerne schreibt mir, falls ich hier was vergessen habe, irgendwie was falsch erklärt habe, unten in den Kommentarbereich, damit die Community sich austauschen kann. Ich möchte am Ende noch gerne mit ein paar Mythen und Legenden aufräumen. Und das ist hier dann bei Johnnys Sammlung. Also hier nochmal ganz kurz zur Erklärung. Ich habe jetzt hier diese Sachen beispielsweise freigeschaltet, wo man dann nochmal sieht, dass ich beispielsweise hier Fort Condor Missionsmodus alles abgeschlossen habe, also alles im Missionsmodi. Ich wiederhole es gerne nochmal. Müsst ihr abschließen, dafür gibt es auch EP. Sehr, sehr viele Kommentare habe ich gelesen, wo beispielsweise gesagt worden ist, ihr müsst hier alle Loveless-Auftritte abschließen. Das ist kompletter Blödsinn. Mir fehlt auch noch einer, das werde ich gleich nachholen. Daran liegt es definitiv nicht. Ist ein absoluter Mythos. Ihr müsst hier nicht Loveless mit jedem Charakter abgeschlossen haben. Genauso wenig, auch das habe ich sehr, sehr oft gelesen, müsst ihr, wo ist er? Jetzt habe ich ihn, glaube ich, schon übersehen. Ah ja, hier ist ein bisschen verdeckt durch mich. Erhältlich, wenn du während Zielvorratskisten mindestens 10 Shinra-Frachtkisten auf dem Fließband zerstört hast. Also das müsste in Kapitel 11 sein. Ich habe das Ganze auch noch nicht freigeschaltet. Wenn ihr mit Catchy spielt, auch hier diese Frachtkisten haben absolut nichts damit zu tun. Ihr seht, ich habe selber noch nicht freigeschaltet. Kompletter Blödsinn. Der dritte Modus, den ich hier absolut widerlegen kann, ist, wenn man hier einmal guckt unter Kapitelauswahl, ihr seht es jetzt hier schon, ich habe bisher noch kein einziges Kapitel auf dem Schwierigkeit schwierig im Hard Mode abgeschlossen. Damit möchte ich gerne heute starten. Auch ein kompletter Mythos, dass ihr hier für die letzten EP den Hard Mode komplett abschließen müsst. Das ist wirklich kompletter Blödsinn. Bitte beherzigt diese drei Sachen, schließt die Story ab. Macht alle Aufträge, alle 36 Stück. Und wenn ihr diese beiden Dinge erledigt habt, dann checkt hier bitte euren Analysefortschritt jeweils pro Region, ob hier überall das grüne Häkchen dran ist und ob wirklich alle Feldforschung auch im Missionsmodus abgeschlossen sind. Und dann ist es so, dann werdet ihr hier unten links diesen wunderschönen Button sehen. Gruppenstufe 10 Max EP. 100%, so habe ich es gemacht. Ihr seht, dass mir noch ein paar Dinge fehlen. Ich hoffe, ich habe alles gut und verständlich erklärt. Hoffe, dass die Fragen jetzt hier aus der Community und auch meine Insta-Anfragen damit erledigt sind, beziehungsweise ich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnte. Bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid im nächsten Video am Start. Bis dahin, macht's gut, bis bald und tschüss.